Ja, verreck, du Arschloch. Stuhl und aller Kaka. Und Kaka in der Hose. Abonala. Ben, ich kauf gerade ein Auto für uns, du Bastard. Ach so, Entschuldigung. Du darfst nichts mitfahren. Bitte lass mich jetzt in Ruhe Auto kaufen. Ja, ich weiß, was ich das nächste Mal mache. Wenn ich bei dir bin. Was? Was? Deine Schwester nach Insta-Fragen. Ich weiß noch, was ich das nächste Mal mache, wenn du bei mir bist. Ich hab Schlagringe, Ben. Du zwei. Einen für jeden Mann. Warum nicht, Digga? Das ist älter als ich, Digga, aber das ist. Ich hab einen für jede Hand, Ben. Ein Schlagringe. Ist ja scheißegal, ne? Ich glaube für jeder Ben. Ben 1. Ja. Ich glaube jeder steht auf deine Schwester. Glaube ich auch irgendwie. Hat deine Schwester schon mal einen Freund gehabt? Nee, ne? Hast du mir mal erzählt? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung. Junge, hör auf seine Schwester anzumachen. Ey, ich mach sie nicht an, ich mach mir eine Band an, aber ja, ja. Ruhe, Bruder. Oh. American Style, Digga! Redneck Style, Bitch! Bam, bam! Ja, bam. Aber Ben, soll ich dir was sagen? Eigentlich war das falsch, weil eigentlich jeder Sprichwort rennt der Neger frei herum, schaltet auf Automatik. Genau. Also müsste ich eigentlich auf Automatik umschalten bei dir, oder? Nee, ich renne nicht weg, Digga, bleib eh stehen. Aber du rennst frei herum, das ist das Problem. Ey Jungs, wisst ihr, was wir mal alle zu dritt machen müssen? Aber wirklich nur wir drei, ohne Eltern oder so. Saufen. Eine Reise nach Los Angeles. Nein. Warum? Ich kann kein Englisch. Ja, Ben, dafür hörst du mich mit. Okay. Ja, dann, weißt du, was Los Angeles ist? Das ist die GTA-Stadt. Ja. Hey, ich lach. Los Santos gibt's nicht mehr, ne? Doch, Los Angeles. Das ist eine. Wir haben das ist. Liam. Okay, ich bin dein Anfang. Ich kann dich versteht ja lachen. Liam. Los Santos ist eine perfekte Kopie, eine wirklich eine 1 zu 1 Kopie. Von Los Angeles. Und hör auf zu lachen! Ben, okay, langsam übertreibst du es wirklich auf. Ah, du bist ein Wolf, oder was? Bitte, hör an! Was tut denn den Ohren? Ja, Ohrenkrebs incoming. Tut richtig in den Ohren, du. Wir haben dich in unsere Sitzung ein, okay? Aber William, das war einfach so locker gesagt. Komm, ich dachte, rein, Los Angeles ist keine Stadt. Ich gibt's nicht in echt. Können wir jetzt unser neues Familienauto sehen? Oh, wie geil.